Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzel fest sitzen und dessen Zweige in den Himmel reichen. Er bringt seinen Ernteertrag zu jeder Zeit hervor, mit der Erlaubnis seines Herrn. Und Allah prägt für die Menschen Gleichnisse, auf das sie bedenken mögen. Und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund hat. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im Diesseits und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns dazu auf, über die Gleichnisse, die er den Menschen mitgeteilt hat, nachzudenken. Diese Gleichnisse helfen uns, im Leben zurechtzukommen, die Falschheit zu erkennen und Nutzen für unser zweites Leben daraus zu ziehen. So prägt Allah subhanahu wa ta'ala das Gleichnis zweier Wörter, die zwei Bäume sind. Doch was verbirgt sich hinter diesem Gleichnis? Das gute Wort ist wie ein guter Baum, der fest verwurzelt ist, dessen Zweige in den Himmel reichen und der seine Ernte jederzeit hervorbringt. Dieses gute Wort ist unser Bekenntnis, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist der Iman, auf dem der Islam aufbaut. Der gute Baum ist der Gläubige, welcher dieses gute Wort bezeugt, woraufhin er feste Wurzeln schlägt. Diese Wurzeln sind deshalb fest, weil sie den Verstand des Gläubigen überzeugen. Diese Überzeugung lässt ihn standhaft in der Prüfung sein und gestärkt aus der Prüfung herausgehen. Dieses Bekenntnis überzeugt den Verstand und erfüllt das Herz mit Gewissheit. So sagt Ibn Abbas radiallahu an, dass die Worte, dessen Wurzeln festsitzen, bedeuten, dass man die Shahada mit dem Herzen bezeugt. Nachdem die Überzeugung Wurzeln geschlagen hat, reichen ihre Zweige in den Himmel. Die Taten des Gläubigen werden nun in den Himmel emporgehoben. Sein Handeln ist nun aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala. Er achtet darauf, sie gemäß der Scharia Allahs auszuführen und strebt danach, die Taten so gut wie möglich auszuführen. Den Lohn, den der Gläubige dafür erhält, ist, dass er seine Ernte dafür zu jeder Zeit hervorbringt, wie ein guter Baum, der sowohl im Winter als auch im Sommer, in der Nacht wie am Tag, seine Früchte trägt. Dieser Gläubige hat keine Phase im Leben, in denen er mal den Islam praktiziert und mal nicht. Er macht zu jeder Zeit gute Taten und wenn er sündigt, bereut er es und bessert sich. So ist der Lohn des Gläubigen, dass seine Taten angenommen werden, sodass er Gutes im Diesseits und eine wunderbare Überraschung im Jenseits erhält. Doch ist ein Baum, der Früchte trägt, nicht nur für sich selbst ein guter Baum, sondern auch für sein Umfeld. So wie die Menschen und Tiere von den Früchten des Baumes profitieren, profitieren sie auch von den guten Taten des Gläubigen. Sie motivieren, inspirieren oder ermahnen andere, auf dass auch sie damit beginnen, gute Taten zu verrichten. Das gute Wort ist fundiert und unerschütterlich und bringt gute und unerschütterliche Persönlichkeiten hervor. Das schlechte Wort dagegen ist wie ein schlechter, aus der Erde herausgerissener Baum. Dieses schlechte Wort ist jedes andere Bekenntnis als das Bekenntnis der Wahrheit. Dies ist deshalb so, weil nur die Wahrheit unerschütterlich ist. Dieses andere Bekenntnis ist der Kufr des Ungläubigen. Es ist unfundiert, hat keine feste Grundlage und kann keine Wurzeln im Herzen schlagen, da es immer Anlass zum Zweifeln lässt. Dieses schlechte Wort bringt schlechte Bäume, Ungläubige hervor. Die Äste dieses Baumes ragen nicht in den Himmel, ebenso wie die Taten des Ungläubigen nicht angenommen werden. Ihr Handeln ist nicht aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala und entspringt nicht seiner Scharia. Allah aber ist rein und akzeptiert nur das, was rein ist. Und so lehnt er subhanahu wa ta'ala ihre Taten ab. Dieser entwurzelte Baum bringt keine Früchte hervor, ebenso wie demjenigen, der nicht glaubt, kein Lohn im Jenseits zuteil wird. Er spendet den Menschen keinen wahren Nutzen, der ihnen im Jenseits helfen würde. So ist das schlechte Wort ohne festes Fundament, mit ständigem Zweifel behaftet. Es bringt Personen hervor, die Verderben auf Erden anrichten oder zumindest den Menschen ohne irgendeine gute Tat vor Allah subhanahu wa ta'ala ankommen lässt.
Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im Diesseits und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Al-Bukhari überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Muslim im Grab befragt wird, so bezeugt er, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt, außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das ist damit gemeint, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah festigt diejenigen, die glauben, mit dem beständigen Wort im Diesseits und im Jenseits. Diejenigen aber, die am schlechten Wort festhalten, werden im Diesseits in die Irre gehen und diese Frage im Grab nicht beantworten können. Wenn du nun wissen möchtest, ob du ein guter oder ein schlechter Baum bist, prüfe, ob dein Iman fest verwurzelt und fundiert ist. Prüfe, ob dein Verstand vom Bekenntnis überzeugt ist und dein Herz Zufriedenheit verspürt. Schaue, ob deine Taten aufrichtig und konstant sind und welchen Einfluss sie auf dein Umfeld haben. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns zu denen gehören zu lassen, die im Diesseits und im Jenseits gefestigt sind. Allahumma amin. Oh,